natürlich für so eine dörfliche Volksgemeinschaft. Wenn wir die Käme heute noch nicht immer würden ins Land rein. Wenn sich da alles zusammenfindet und das partnerschaftliche Gespräche. Jawohl, und dann verschießen sie mir allerdings das Heugras. Und dann. Herr Murph, bitte, bitte. Das gesellschaftliche Zusammenfinden bei einem Glas Wein. Ja, wenn ich mir serviert, Dr. Hötti, könnte ich natürlich ganz einen anderen Umsatz machen. Aber also, kurz gesagt, Bedeutung ganz enorm. Es wäre eigentlich zu wünschen. Es hat ja viel zu viel Hunde, viel zu viel von diesen Kreisen. Es wäre eigentlich zu wünschen, dass solche historische Anlässe noch viel mehr in der Volks sind. Und dann, dann stellen Sie mir abends Ihre Kerle ins Land rein. He? Und überhaupt, und wenn du mal etwas sagen willst, oder? Es wird natürlich das gegenseitige Verständnis, das menschliche Verständnis nach viel. Nein, das lehren die überhaupt nicht. Sie sollten die mal sehen, wenn sie mit ihren Hunden am Gestand und. Bravo, Herr Professor, das haben Sie schon ein paar Schön gesagt. Das ist schön deklariert. Das Selbstbedienung ist eben nicht alles. Gottfried Stutz, ich könnte ja Geld machen wie Heu, wenn ich nur mehr Personal hätte. Aber eben die Keime, Selbstbedienung. Ja, ich glaube, meine Damen und Herren, es ist ein sehr fröhliches, ein sprießliches und interessantes Podiumsgespräch gewesen. Ich danke Ihnen allen fürs Mithören. Ich danke Ihnen allen fürs Mitmachen. Und ich hoffe, dass wir uns bei nächster Gelegenheit. Ich möchte danke Ihnen vielmals und auf Wiedersehen. Kunst kommt von Können. Moderne Kunst kommt von. Von was kommt moderne Kunst? Aha. Kunst kommt von Können. Moderne Kunst kommt von. Nein. Also, moderne Kunst kommt von. Nein. Lassen wir das. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da wären wir im Zwischenhof. Im Zwischenraum gewissermaßen beim Künstler Irodo Rodo. Entschuldigen Sie bitte, Madame. Man hat uns gesagt, ich kann Sie nur fragen, wir müssen da durch für ins Kunsthaus. Natürlich, Sie sind im Kunsthaus. Tun Sie mich bitte nicht unterbrechen. Ja, nein, das muss. Ist doch still, hast du schon gehört? Bitte, ich habe da eine Führung. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Der Irodo Rodo hat ein sehr grosses Öl. Entschuldigen Sie, das muss doch nie zum. Interessant. Die Raumaufteilung, das Raumempfinden. Wir sind doch in einer Führung, lass doch. Sie kommen nicht raus. Wenn ich die Herrschaften bitten dürfte. Wie die Leine da. Interessant.
Ja, beachten Sie bitte diese diagonal durchgestaltete Ordnungsstruktur, die sich da in der eben angesprochenen Leine manifestiert. Wie die, im leeren Raum schwingend, gewissermaßen schwerelos, die inneren menschlichen, unsichtbaren Seelenleinen, Stränge, versinnbildlichend darstellt. Da hat es ja gar keine Bilder und die Jungen haben uns doch das Beleg für ihr Kunsthaus. Aus dieser Ambivalenz, nicht zuletzt auch durch die interessante Farbgestaltung. Ich komme nicht drauf. Ja, durch die interessante Farbgestaltung der eingeschichteten Versatzstücke interessant. Sehr geschickt, sehr geschickt. Nicht wahr, gellen Sie, das ist sehr geschickt, muss ich schon sagen. Wirklich, das ist meine Frau. Freut mich angenehm, Solderich, Solderich. Ich finde das also schon eine gute Idee vom Kunsthaus. Jetzt da auch die Zwischenräume. Oder mit der Frau Dr. Tube zu reden, auch die Nebenräume, wie die da jetzt involviert werden, neuerdings. Ich komme nicht raus. Früher ist ja das da drüben, das ist ja die Apartswohnung. Und das da, das ist der Hof. Aber jetzt in der neuen Art of Free Room. Du! Was sagst du wegen Tierraum? Bist du schön? Ich habe gerade gestern mit dem Konservator, dem Herr Doktor, ich muss also schon sagen, da haben Sie also tatsächlich jetzt endlich etwas von diesen Amerikanern da gelernt. Also wirklich. Interessant. Beachten Sie bitte auch diese zentrale, dominante Wirkung, die von dem zylindrischen Werkstück ausstrahlt. Meint Sie den Kübel? Gewissermaßen vergessen, hingeworfen, aber äußerst gekonnt. Sehr schön auch das laszive Orange. Komplex in der Symbolträchtigkeit. Entschuldigung, vielleicht lassen Sie uns schnell durch. Wir sollten ins Kunsthaus. Und dann der Bischof als die vertikale Dominante. Wie hingeworfen, echt. Und doch unerhört in der Spannungslinie der Leine des Zylinders. Sie, aber gell, das Kunsthaus ist doch... Unterbrechen Sie mich doch nicht ständig. Sie sehen doch, ich habe da die Führung. Sie sind im Kunsthaus, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Beachten Sie doch diese Tiefenwirkung, diese optimale Lageverschiebung. Meint Sie echt das? Ja. Diese interessante Lageverschiebung in der gewollten, ja sicher gewollten Interparität der diametrisch gesetzten, lopardisch-selektiven Retentionen. Sehr gekonnt, sehr eindrucksvoll. Meisterhaft, meisterhaft. Dieses komisch extensive, mediäre Raumempfinden. Meisterhaft. Jawohl, mein Verehrter, ganz richtig. Wenn ich jetzt aber die Herrschaften bitten dürfte, in die anderen beiden Höfe. Dort haben wir die gewissermaßen exzentrischen Gegenstücke. Gegendarstellungen desselben Künstlers. Ich sehe gar keine. Wie war doch schon der Name, bitte? Irodo Rodo. Aber bitte. Irodo Rodo. Endlich kommen wir durch. Was sind jetzt die so lange im Hof rumgestanden? Michael! Anneliese! Wir setzen ins Kunsthaus. Wo geht's da durch? Geht nur mit denen noch. Oh nein. So weiter. Ja, du. Aber von den Jungen wollen wir dann kein Billett mehr. Aber sicher nicht. Michael! Annelies! Jetzt, wo sie jetzt die Tonnen knöpfen, der Kübel heisst sie liegen, alles muss man selber machen. Passen auf! Wenigstens ist jetzt die Wäsche
Früher hat es Sänger gegeben, sind von Haus zu Haus gezogen, von Stadt zu Stadt, haben Lieder gesungen, Geschichten, schöne Geschichten, schaurige Geschichten, schaurig schöne Geschichten. Moritatensänger hat man gesagt. Wir singen nach alter Melodie eine neue, keine schöne Moritat. Es war einmal ne bunte Wiese mit Blumen und Kräutern gar fein. Und rundherum noch viele wie diese mit Schnecken und Käferlein. Sieh, dass ich aus grauen Städten ein Menschenstrom daher. Da platzte die Wiese aus allen Nähten und plötzlich war sie nicht mehr. Und plötzlich war sie nicht mehr. Da riefen die Menschen, wie schade um die Wiese, mit Blumen und Kräutern so fein. Doch gibt's ja rundum noch viele wie diese und das wird immer so sein. Drum wälzte der Strom sich weiter ins grüne Land hinein. Da wurde über Nacht nun leider die nächste Wiese zu Stein. Die nächste Wiese zu Stein. Da riefen die Menschen, wie schade das Land mit Gräsern und Blättern so grün. Doch sagten sie sich in ihrem Verstand, daneben wird's immer noch blühen. Drum dehnte der Strom sich immer weiter aus. Und übers Jahr, da sah man leider nur Beton und Mauern, oh Graus. Nur Beton und Mauern, oh Graus. Da riefen die Menschen, wie grau ist das alles, wie ist das alles so grau. Nun wollen wir aber im Falle des Falles, jawohl, das wollen wir genau. Doch leider, wir wussten sie gar nicht, drum schwoll der Strom weiter an. Und nun, ihr Leute, hört die Geschichte, die grauselig jetzt begann. Die grauselig jetzt begann. Die letzte schöne bunte Wiese, sie wurde einbetoniert. Nun gab's gar keine mehr wie diese, was wurde nun anvisiert? Der Menschenstrom wuchs weiter, er wuchs schnell im grauen Asphalt. Da riefen die Menschen ganz froh und heiter, noch gibt's ja Grünes den Wald. Noch gibt's ja Grünes den Wald. Sie liefen hinaus in den grünen Wald und fanden ihn wunderbar. Sie sahen mit Staunen und Freuden gar bald, dass er so zahlreich war. Sie lenkten den Strom aus den Städten zum nahen Walde her. Da platzte der Wald aus allen Nähten und plötzlich war er auch nicht mehr. Und plötzlich war er auch nicht mehr. Da riefen sie Menschen ganz froh und heiter. Riefen die Menschen ganz froh und heiter, noch gibt's ja grünes den Wald. Da riefen sie wieder, wie schade um den Wald, wie schade um den Wald, wie schade um den wonnigen Aufenthalt. Das wird nun nicht mehr so sein. Der Strom indessen floss weiter und mächtiger daher. Da riefen sie wieder ganz froh und heiter, noch gibt's ja Seen und Meer. Noch gibt's ja Seen und Meer. So machten sie denn das Wasser zu Land und hatten genug davon.
und Straßen und Mauern zierten den Strand und alles in grauem Beton. Indessen der Strom der Massen eroberte Seen und Meer und immerzu baute man neue Straßen und dann ging das auch nicht mehr. Und dann ging das auch nicht mehr. Da riefen sie wieder, wie grau ist das alles und alle Kreaturen. Wieder blickte hinauf in die Höhe, denn dort war ja noch Natur. So flogen sie in den Himmel und bauten dort Stein auf Stein. Und plötzlich war dort auch der Menschengewimmel und wir stehen hier ganz allein. Und wir stehen hier ganz allein. Allein wie die Ersten der Erde und düster ist rings umher. Ob da wohl einer noch spricht, es werde wohl kaum, denn wir glauben's nicht mehr. Doch bleiben wir trotzdem hier stehen, mag kommen, was da kann. Denn sollte gleichwohl das Wunder geschehen, wir fingen von vorne an. Wir fingen von vorne an. Können wir euch gehen? Ist es schwer gewesen, sagt euch zu verstehen? Haben wir nichts gesagt? Zu wenig? Oder zu viel? Sagt doch, was ist? Ihr seid so still. Los, wenden noch. Wir sind dabei. Die Geschichte von Witzwil ist ja nicht vorbei. Die Geschichte passiert auch jetzt. All Tag, all Stunde. Und auch morgen und übermorgen. Und. Schönes Land, auch wenn wir nimmer sind. Alle unsere Kind und Kindeskind. Eben gerade aus solchen alten Geschichten. Vos Grossvaters Vater könntet berichten. Weil's noch immer da sind, da Zwitschwil. Oder dann von uns aus auch Zwitschwil. Wenn's da wüsstet, wie es einmal ist g'si, so als wären sie grad hüt derbei. Schön wär's, wenn der Fortschritt würd bestehen, dass man sich auch dann noch würd verstehen. Schön wär's, wenn's noch lang auf Gerd und Schnee und noch immer kreiert würd, wenn man immer noch darf protestieren und nostalgisch nach ein Stück verzieren. Wenn noch Künstler könnten Räume verstellen und die Kritiker die Kunst erhellen. Schön wär's, wenn's noch Lederli gäbe im Dorf und Frau Müsli und der Schaki Morf. Immer noch wie heute aufs Podium kämen, wenn's kein Mensch mit Illusionen lebt. Dass die Welt noch ein bisschen könnte bleiben, schön wär's, wenn wir dann noch Denke schreiben. Dass nicht nur im 1984
sie, sagen alle, das wird herrlich schön. Wenn's noch Regen gibt und warme Föhn, wenn's noch Blumen gibt und Bäume und Gras und noch Schneekristall so fein wie Glas, wenn's noch Vögel gibt und Himmelsblau und im Herbst noch Nebel grau in grau, wenn noch viele lange 100 Jahre mir noch berichten die von Witzwinaren. Vor dem Fest an ihrem kleinen Zimmer, schöner, schöner sind's auch dann noch immer. Gesungen wird mir heute wie's Dorf ist Schwil. Bist mein Heim, bist mein Ziel, bist